ist die Eigenleistung, ist das Eigenkapital. Beziehungsweise eine Muskelhypothek ist das praktisch Eigenkapital, Eigengeld. Muskelhypothek und Eigenleistung sind, auch das lässt sich leider pauschal nicht beantworten, ja, aber generell werden die von den meisten Banken als Eigenkapitalersatz bewertet. Da gibt es aber auch sehr große Unterschiede. Ja, das heißt, informieren Sie sich vorher, ja, damit Sie nicht den Fehler begehen und sagen, ja, das ist ja alles überhaupt kein Problem und wir machen 50.000 an Eigenleistungen oder an Muskelhypothek. Es gibt Banken, die sagen, wir akzeptieren maximal 10.000, 15.000 Euro etc. Also vorher schlau machen.